Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Wir sind wieder auf dem Langstreckentestgelände und wollen heute mal rausfinden, bringt das denn was? Mehr ist mehr und bringt auch mehr. Beim letzten Mal habe ich ja verglichen hier die Parabolspiegelantennen und die Yagi-Antennen für die Fernbedienung, womit man mehr Reichweite bekommt. Gewonnen haben beim letzten Mal die Yagis. Und jetzt will ich mal wissen, wenn wir die beiden hier kombinieren, bringt das mehr? Bringt es weniger, bringt es gar nichts, keine Ahnung. Wir finden es einmal raus und das werden wir so machen. Ich werde jetzt gleich einen Flug machen mit den Yagis. Den nehmen wir als Benchmark, um zu sehen, wie weit das heute gehen kann. Und dann bauen wir einfach noch die Parabolspiegel-Antennenverstärker mit dran und schauen mal, ob wir weiterkommen. Einfaches Setup, kurz erklärt, und dann würde ich sagen, fliegen wir auch direkt schon los. Okay, alles ist startklar, dann legen wir los und wir fliegen im Sportmodus. So, kurz ausrichten. Das ist die Flugrichtung. Und auf geht's. Ich denke mal, wir peilen wieder so eine Flughöhe von ja, so 60 Metern an, damit wir hinten auch über die altbekannte Stromtrasse gut rüberkommen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier im ersten Flug mit den Yagi-Antennen kommen können. Ups, jetzt bin ich doch schon auf 88. Naja, egal. So, schon gleich 700 Meter geschafft. Die Stromtrasse ist direkt vor uns. Wir bekommen eine schwache Signalmeldung. Und ich gehe mal noch ein kleines Stückchen höher. Wie gesagt, ich habe Respekt vor diesen Trassen. So, und da sind wir gut drüber gekommen. Und dann gehe ich auch hinterher noch mal ein klein wenig nach unten. Und, oh, da ist mir noch was eingefallen. Ich sollte mal noch zur Sicherheit die automatische Rückkehrhöhe ein bisschen hochschrauben. Nur für den Fall der Fälle. So. Und was ist nun passiert? Knapp über 1000 Meter und Signal verloren. Das ist aber sehr früh gewesen. Okay. Dann warten wir mal kurz. Ich versuche mal das Ganze nochmal. Ah, okay, da sind wir wieder. Das wäre sehr früh gewesen. Da sind wir beim letzten Mal noch viel weiter gekommen. So, ich richte nochmal die Fernsteuerung aus und wir fliegen weiter. Wir haben echt ein schwaches Signal, das gibt's doch nicht. Schauen wir noch mal kurz hier auf den Kanal. Der sah vorhin nämlich richtig gut aus und sieht jetzt auch in Ordnung aus. Das ist alles schon verflixt tagesformabhängig, wie weit man jetzt hier immer kommt. Da, schon wieder abgerissen, bei knapp. Ja, 1170 Meter, noch keine 1,2 Kilometer. Aber das kann es noch nicht wirklich gewesen sein. Ich fliege einfach noch mal ein Stückchen weiter. Und wir schauen mal, ob wir über dieses Problemchen mit dem schwachen Signal trotzdem noch hinwegkommen. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gerade sind alle Balken wieder voll. Ich schaue mal, ob ich den Gimbal ordentlich steuern kann. Ja, es geht. Er hat so ein bisschen Verzögerung drin, aber es geht. So, wir fliegen mal noch hier über den Sportplatz. Sind schon gleich bei 1500 Metern. Und das Signal hat sich jetzt wieder gut erholt. Geht. Geht doch. Beim letzten Mal sind wir hier, glaube ich, 2,2 Kilometer geflogen. So um den Dreh. So, jetzt haben wir wieder ein schwaches Signal. Bei 1,6 Kilometern. So, ich richte mal die Antenne ein bisschen anders aus. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal, aber ich glaube, jetzt ist ja schon so lange getrennt. Und die Mavic Mini ist bestimmt schon auf dem Rückweg. Sollte ja dann aber auch gleich wieder in Reichweite kommen. So, genau, da ist ich schon zügig auf dem Rückflug. Ich breche mal flott ab und wir drehen nochmal um. Also ich möchte doch schon, dass das noch ein bisschen weiter geht. So die 2 Kilometer, die sollten doch zu schaffen sein. So, Fernsteuerung nochmal neu ausgerichtet. Und wir geben der ganzen Sache noch einen Versuch. Jetzt sind wir gleich wieder bei 1500 über dem kleinen Sportplatz. Und unten an der mittleren Anzeige sieht man ja, dass die Antennen richtig ausgerichtet sind, dass sie genau vor mir ist. Aber mehr wird es heute nicht. Also wir halten mal fest, so 1627 Meter waren das jetzt. Dann lassen wir die Mavic Mini mal zurückkommen, machen einen kurzen Akkuwechsel, packen noch hier die Parabolspiegel mit dran und schauen mal, ob wir heute weiterkommen.
1A Landung. Okay, schneller Pitstop, Akkuwechsel ist gemacht und hier kann man jetzt hoffentlich erkennen, was ich gemacht habe. Ich habe also die Yagis, jetzt rutscht es hier runter alles. Ich habe die Yagis noch über die Parabolspiegel drüber gesteckt oder beziehungsweise umgekehrt, also beides kombiniert. Und wir schauen mal, ob wir weiterkommen als die 1,6, 1,7 Kilometer wie gerade eben. Also nochmal hier ordentlich drüber stecken, ein bisschen ausrichten, wunderbar. Die Drohne ist schon bereit. Wir haben 13 Satelliten. Nochmal kurz den Funkkanal checken. Wie immer zur Sicherheit. Kanal 1 sieht immer noch ja, ganz gut aus. Ja, passt. Also wir legen nochmal los. Starten. Und fliegen auch diesmal wieder im Sportmodus, weil es einfach schneller geht. So, ein bisschen ausrichten. Dann guten Flug. Hoppla, der Sportmodus geht so schnell. Jetzt habe ich die maximale Flughöhe schon überschritten. Eieiei. So, und über die Stromtrasse sind wir auch wieder drüber. Dann können wir die Höhe auch etwas reduzieren. Nur so ein bisschen. Haben die eine Kilometermarke jetzt schon geknackt, sind schon bei 1,2. Wenn ich mal hier ein bisschen mit dem Gimbal rumspiele, fühlt er sich richtig gut an. Also der funktioniert gerade ziemlich ohne Verzögerung. Da ist wieder der kleine Sportplatz. Peilen wir den nochmal an. Bisher noch keine schwache Signalmeldung. Ja. Und wenn man es beschreit, dann kommt es in dem Moment. Jetzt haben wir hier wieder ein schwaches Signal. Ich versuche nochmal hier mich ein bisschen auszurichten. Wir haben jetzt wieder die 1,4, 1,5 Kilometer und Signal verloren. Das gibt's doch nicht. Heute echt wenig, aber wir warten noch mal. Okay, die Verbindung war relativ lange jetzt unterbrochen. Nicht so schön, aber wir versuchen es noch mal. Sie ist jetzt schon bei 1,2 Kilometern wieder angelangt. Ich drehe noch mal bei, genau in die entgegengesetzte Richtung. Und wir schauen noch mal, noch ein Versuch. Es kann doch nicht schlechter sein, als wenn wir hier nur die Yagi-Antennen dran haben. Das würde mich echt wundern. So, irgendwie kann ich das nicht glauben. Deswegen bin ich jetzt ein Stückchen mal zurückgeflogen. Richte mich hier nochmal neu aus. Und einen Versuch machen wir noch. Wir haben noch 64% Akku, also nochmal Vollgas geradeaus. Erste schwache Signalmeldung, aber das ist immer nur für diese Videoübertragung. Oben rechts sieht man von der Fernsteuerung, da ist alles noch auf Maximum, alles gut. Flughöhe 99 Meter, das Bild ruckelt aber schon. Jetzt geht's wieder, wir fliegen nochmal über die Stromleitung drüber. Wenn ihr auch mal sowas ausprobiert habt, dann schreibt mir es gerne mal unten in die Kommentare. Wie hat es bei euch funktioniert? Bei mir sieht es ja echt gerade nicht so gut aus. Wobei man denken sollte, zwei Verstärker sollten mehr bringen, aber scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Die scheinen sich dann nicht in die Karten zu spielen. Nee, da Signal schon wieder abgerissen. Bei 1150 Metern, super schwach. So, aber ich glaube, wir haben es gleich wieder. Da ist es wieder, wir fliegen also nochmal weiter. Scheinbar ergibt hier Plus und Plus dann doch Minus. Ja, nee. Das wird vermutlich hier nichts bringen. Es reißt ständig ab, das Signal. Dennoch 1300, 1400 Meter haben wir jetzt. Oder hat er sich jetzt berappelt? Oh, doch. Oh, schaut euch das an. Totgesagte Lebenlinger. Er fliegt. Wir haben jetzt gleich die 1600er Marke geknackt. Ich werde verrückt. Jetzt sind wir ja doch weiter geflogen. Jetzt sind wir doch weiter geflogen als nur mit den Yagis alleine. Wahnsinn. 1730. Jawohl, aber ich glaube, den Rekord vom letzten Mal werden wir heute vermutlich nicht mehr knacken. 1800. 1000. Bild weg, aber die Telemetrie läuft noch. 1900. Oh, 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 oh. Jetzt wird es ja doch nochmal richtig spannend. Ich dachte, das... Ja, ach, jetzt kriegen wir die Batteriewarnung, aber egal.
Das schaffen wir schon noch. Wir fliegen einfach noch mal ein bisschen weiter und da ist jetzt auch alles verloren. Also nicht alles verloren, das Bild ist weg. Und ich weiß gar nicht so genau, muss mir das noch mal anschauen in der Wiedergabe später. Ich glaube, wir waren so bei 2 Kilometern jetzt. Aber da das Signal weg ist, da sind wir wieder. Ja, bei über, da haben wir es, bei über 2 Kilometern. Ich versuche noch mal ganz flott hier abzubrechen, aber nee, doch, da sind wir wieder. Bei 1900 sind wir auch mit dem Bild wieder zurück. Und ich habe nochmal die Auto-Return-Funktion, also Return-to-Home-Funktion, abgebrochen. Und wir sagen, wir haben zwar noch nur noch 44% Akku, aber einen Versuch geben wir der Sache noch. Aber das ist jetzt hier mit der Steuerung, ganz, ganz ruckelig, geht gar nicht gut. Und ich würde sagen, das war's. Wir brechen ab und schauen mal, dass wir hier unseren Hintern wieder nach Hause bekommen. Und dann gibt es dann hier das kurze Fazit am Ende. Unser Ergebnis, Yagi-Antenne, Parabolspiegelantenne, beides kombiniert, besser? Zuerst dachte ich nein. Also insgesamt mal, beim letzten Mal nur mit den Yagis bin ich 2,2 Kilometer geflogen. Das war besser. Aber heute mit den Yagis bin ich nur 1,6 geflogen und mit beidem kombiniert sind wir dann knapp über 2 Kilometer gekommen. Also, ja, wir sagen mal, tagesformabhängig könnte schon was bringen, das Ganze. Also, wenn ihr es auch mal ausprobiert habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare unten, ob das bei euch was gebracht hat oder nicht. Ansonsten wäre es das für heute gewesen mit nettem Abschlussgespräch. Moin. Morgen. Und damit deine Dinger fliehen, ne? Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Hunde Rücksicht nehmen und das Wild. Weil das macht die total bescheuert. Also ist hier viel Wild jetzt. Ja, aber Hundelarven doch. Wir sind auf der anderen Seite gelaufen, die Dinger gehört, der Hund dreht total durch. Gut, ich war in 100 Meter Flughöhe gewesen. Das ist scheißegal, das wie ich da war. Scheiße fürs Vieh, oder? Nein, dann gucken wir, dann fliegen wir hier nicht mehr. Na ja, gut, man sieht ja nicht, was da hinten ist. Ne? Aber wenn Sie sagen, Sie sind da viel unterwegs. Ist da ein Hundeplatz oder was? Selber so ein Ding, also nur ein bisschen größer. Man sieht schon, was irgendwo ist. Da ist der Hundeplatz, hat aber damit nichts zu tun. Na gut. Das Ding macht, die machen tierischer Lärm, das ist einfach so. Die Hunde, die haben ja ganz anderes Gehör wie mir, das ist scheiße. Ja, ganz verhindern kann man es nicht. Ich meine, wir sind ja hier schon relativ auf dem Land. Ne? Irgendwo muss man ja mal hin, um zu fliegen. Ne? Ja. Ich gucke ja schon, dass ich immer fliege, wo nichts ist. Ja, ja. Ich sage nur. Ja, nee, muss man. Wenn man jemanden sieht, mit Hunde oder so, vielleicht ein bisschen weg. Schönen Tag, tschüss. Das, liebe Leute, war Deutschland. In 100 Metern Höhe über Land geflogen und trotzdem kommt irgendein Mensch noch an und beschwert sich, weil der Hund so ein gutes Gehör hat und die Drohne in 100 Meter Höhe noch hört. Meine Güte, ich hoffe, der dreht gerade nicht durch. Da hinten läuten nämlich die Kirchenglocken und irgendwo da hinten fährt ein Auto. Aber egal. So, wir wollten ja unser Ergebnis noch wissen. Die Drohne ist wieder sicher gelandet. Wir nehmen das einfach mal so hin. Manche Leute wollen sich beschweren, sollen das tun. Sag ich vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal hier bei Mi Applecat. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von mir und meiner so gefährlichen DJI Mavic Mini, dann schaut einfach mal in die Playlist hier unter dem Video. Da ist eine ganze Menge schon drin. Viel, was ich getestet habe, und da kommt auch noch etwas mehr dazu. So, jetzt ist aber hier Feierabend. Ich schalte sie aus und sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.